Vielleicht sollte ich noch mal Buckets in Auftrag geben. Bucket. Und Bucket. Noch mal 10 Stück. Ich bräuchte mehr Zwerge für die Aktion, glaube ich. Problem ist halt, du bist kein Kind mehr, also könnte ich dich, View Creature, Customize, Profession nehmen, bist ein Howler. Ab jetzt. So. Der eine kann keinen Pond füllen, weil er keinen leeren Bucket hat. Deswegen habe ich ja einen neuen Auftrag gegeben. Warum werden hier keine Rock Blocks konstruiert? Ja, mal abwarten. Im Augenblick sind die eh alle mit Wasserschleppen beschäftigt. Wie viele Zwerge habe ich? Nicht mal annähernd genug. Okay, wenigstens tut mein General jetzt Buckets machen gerade. Das ist Sado nix, aber das hier ist schon mal matt. A small pile of matt, a dusting of matt. Ja, das muss ich über die gesamte Fläche machen übrigens. Und hey, sie haben es geschafft, Wasser auf meine Treppe zu kippen. Ist egal, die untere Treppe kann ruhig etwas schlammig sein. Das sieht keiner von oben. Na, es scheint doch langsam mehr Wasser zu werden. Auch wenn es nur langsam mehr wird. Und schon wieder verdunstet, hätte ich jetzt nichts sagen sollen. Ich merke schon. Ja, das ist halt die Idee, eine Farm zu machen, die nicht direkt auf der Erde, auf der Erdoberfläche liegt. Was heißt auf der Erdoberfläche, die nicht in solchem Boden hier liegt? Das hier ist ja Siltloam, also Erde. Die schöpfen gerade Wasser aus allen möglichen Wasserquellen. Und ein Bucket hat er geschafft. Aber er macht noch mehr. Gut. So, die zweite Grube ist auch fast fertig. Und hey, das Wasser verteilt sich doch noch etwas. Ich hätte gern die ganze Fläche da mit 1 bedeckt. Dann können wir da aufhören und uns um den nächsten kümmern.
Deswegen mache ich mal noch mal Zonen. So. So. Du bist ein Pitpond und zwar ein Pond. Du bist auch ein Pitpond, ein Pond. Du bist auch ein Pitpond. Ein Pond, so. Ihr seid ja schon alles Pitponds. Du bist noch keins, du bist auch noch keins und du auch nicht. Nee, du solltest kein Fishing-Ding sein. Du solltest ein Pond sein. So. Pond, so. Und mehr geht leider nicht. Also ja, jetzt sind alle wirklich alle mit Pods füllen beschäftigt. Mit 20 Buckets dürfte das ja gehen. Auch wenn das immer noch nicht genug ist. Ich brauche mehr Leute dafür. Das gibt's ja nicht. Da guckt, wie das Wasser schon wieder verdunstet. Ja, mit den paar Leuten, die ich habe, komme ich da nicht so wirklich klar mit. Und wir haben neue Puppies. Wie viel Trinken haben wir noch? Genug. Und Essen haben wir jetzt auch genug erst einmal. Ja, das Problem ist, sie werden auch mal müde und durstig und so weiter. Und zwischendurch sind beide Miner auch wieder am Minern. Mason, was ist mit dir los? Oh, ich habe dir aus Versehen das Mason Harry weggenommen. Okay, kein Wunder, dass du nichts mehr machst. So, jetzt müsste das hier aber wieder dann laufen. Sobald mal die erste Farm fertig ist. Das ist mir gerade irgendwie das Wichtigste. Ich würde es ja eigentlich bevorzugen, wenn ihr die nächste Wasserquelle nehmt. Das wäre eigentlich der Fluss da oben. Nie. Ups, das war falsch. So. Das war auch falsch. Das ist richtig. Das ist eine Water- und eine Fishing-Zone. So. Und da sind schon wieder Lungenfische unterwegs. Ja, das Wasser wird einfach nicht mehr. Na doch, es wird schon ganz leicht. Also wir haben schon einen Teil da abgedeckt. Aber noch nicht wirklich viel. Ja, ich hätte gerne meine erste Farm langsam mal am Laufen.
Das Problem ist dafür, großflächig Wasser ranzubringen. Und ich kriege ja zurzeit keine. Du schläfst. Ihr anderen seid mit Pondfüllen beschäftigt. Ich kriege ja zurzeit keine neuen Zwerge. Jetzt gerade, wo ich welche bräuchte. Meine zweite Immigrantenwelle bestand ja, glaube ich, nur aus einem Zwerg und einem Kind. Deswegen ist das ein kleines bisschen blöd. Naja, ich bin das vielleicht falsch angegangen. Egal. Ich krieg das irgendwie noch hin. Jetzt sollen die erstmal versuchen mit Anstrengung da den Pond zu füllen. Ohne dabei vielleicht da oben die Seen leer zu machen. Aber ich glaube, das füllt sich ja durch den Regen irgendwann wieder nach. Jetzt sind sie auf jeden Fall schneller, weil sie so helle sind und zur Wasserzone rennen. Aber nee, da ist schon wieder ein Haufen verdunstet. Da kriege ich nicht viel gewässert. Das ist schade. The migrants have arrived. Hey, they've got new shoes. Get those shoes, boys. Ja, wir haben neue Migranten. Das ist sehr schön. Ein, zwei, sogar ein Miner. Ein paar Kinder. Sehr viele Kinder. Drei, Nummer vier. Sehr, sehr viel. Sagt mal, wie viele Kinder sind denn das? Und ein paar Tiere und noch ein, noch mehr Tiere. Hey, das ist ein Küken. Sehr schön. Noch mehr, viel mehr. Wow, wow. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir keine Probleme mehr. Sehr viele Kinder. Noch mehr Kinder. Ein Bäcker. Noch mehr. Da musst du dich nur beschweren. Jetzt habe ich definitiv mehr als genug. Er hört das auch mal irgendwann auf. Das hört nicht mehr auf. Okay, jetzt hat es aufgehört. Wildboar, was haben wir jetzt alles gekriegt? Ranger, Ranger, noch mehr Ranger. Ranger, die sich mit Wildschweinen anlegen wollen, na gut. Ein Furnace Operator, sehr schön. Fischer, Fischer, Fischer. Ein Fischer Dwarf. Ein Fisch Cleaner. Jo. Farmer, Farmer, Farmer. Also drei Farmer. Ein Cheesemaker, Herbalists. Woodburner. Und jede Menge Kinder. So, ich hoffe, wir haben jetzt genug Leute, um den Pond zu füllen. Sieht aber gut aus. Und wir haben schon einen. Give me the workshop. But I was just about to... Give me the workshop. But... Give it to me. But... Give it to me. Okay. Ja, und wir haben schon einen Herbalist, der fünf, vielleicht zwei Tage da ist und schon den Mut hat. Ja, sonst geht's euch noch gut.
Aber wenigstens hat er alles. Zwei Steine und einen Edelstein. Bin mal gespannt, was uns daraus konstruiert. Ah.